Einen wunderschönen guten Sommertag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Newer Summer Sun. Ganz genau, ohne groß Vorgeplänke starten wir direkt rein. Mit Level 1.6 und es bleibt natürlich sommerlich, auch in diesem Level. Macht doch nicht immer so viele Witze über Sommer und so. Entschuldigung, das ist ein relativ entspanntes Level bisher. Oh mein Gott, danke, dass ich den Panzer hatte. Das hier sieht ziemlich sus aus, aber hier gibt es tatsächlich gar nichts. Okay. Auch hier oben erstmal nichts. Was ist hier links? Hier sieht es aus, als gäbe es zwar. Nö. Hier geht's aber rein. Das ist doch schön. Da ist doch einfach eine Starcoin. Und wir kommen am Checkpoint wieder raus. Let's go. Einmal hier rüber und hier hoch und zack, down. Boah, die drehen sich in einem ganz schlimmen Geschwindigkeitstiming. Das hier unten sieht mehr nach Secrets aus als das oben. Gehen wir doch mal hier rein und schauen, was sich da befindet. Eine riesengroße Sonne. Ah, wie schön. Wisst ihr das mit der Sonne? Das ist schön, weil der Hack heißt Newer Summer Sun. Er gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie todesgeschenkt. Sie ist todesgeschenkt. Oh, okay, wir können jetzt natürlich nicht mehr die Flagpole holen. Aber das ist doch gar nicht schlimm. Wir haben das Level geschafft mit allen Starcoins. Das ist das Wichtigste. Und ab ins sommerliche Schloss. Oh, die Musik. Oh yeah. Oh yeah. Entschuldigung. Entschuldigung angenommen. Ich weiß nicht, vielleicht geht's nur mir so, aber das klingt so nach Restaurant. Luigi's Mansion 3 mäßig, ihr wisst schon. Das ist genau der Soundtrack. Ah, nein. Was seid ihr denn für Aale? Hör auf, die Starcoin zu essen, die schmeckt nicht. Ah, wobei doch. Doch, er hat recht. Ja, lost, komplett lost hier schon wieder. So, hier geht's wieder nach oben. Wunderbar. Und hier gibt's ein Item für mich. Ja. Ja, es ist einfach... Ach, nee, es ist wunderschön. Klein hierdurch wird natürlich trotzdem ganz interessant. Als ob der nicht getroffen hat. Oh, habt ihr den Sound gehört? Ich habe ihn getroffen. Vielleicht hat man's gehört, vielleicht auch nicht. Aber hier ist auf jeden Fall der Checkpoint. Oh, und eine Feuerblume. Lecker, schmeckt gut. Taste... Was ein Gartenzwerg. Oh, und durch da, bevor der wiederkommt. Oh, nee, Unterwasserpassage habe ich auch eigentlich keinen Bock drauf. Okay, das war mega geschenkt, weil die Aale halt nur bis zur Hälfte kommen. Man konnte einfach oben an der Decke lang schwimmen. Yikes! Oh, raus hier. Ziel kann gerne kommen, by the way. Nein, da oben ist was. Nein. Wir gucken gleich nach, was da ist. Jetzt kommen wir erstmal zu einem weiteren Kampf gegen Larry. Oh, aber da ist Kameko, der macht huiuiui und... Und dann wird hier rumgemagiert. Das ist das richtige Wort dafür. Magieren. Ja. Oh, die Plattformen bewegen sich jetzt. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Zweiter Treffer. Und Treffer Nummer 3. Gar kein Problem. Und ein riesengroßer Schlüssel in meine Tasche. Let's go. Die zweite Welt ist eine Wüstenwelt. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Ziemlich Doorstep rein da. In 2-1 starten wir mit 17 Leben rein. Mal gucken. Oh, wer bist du denn? Was? Es wird innovativ. Die hießen früher Football Chucks. Also ich schätze mal, hier wurden einfach nur die Boxer neu texturiert. Aber es ist trotzdem innovativ. Nein, bitte. Nein. Kollege, komm mit. Du musst mir die Wand aufmachen. Das ist nicht dein Ernst jetzt. 1, 2, 3, bumm. Let's go, erste Starcoin. Das ist nicht dein Ernst. Du, Kollege, da oben bist tot jetzt. So, was gibt's hier noch? Außer einem lecker schmeckotastischen Koopa. Bumm, in dein Gesicht. Oh, hier ist Treibsand. Okay, man kann hier schon mal nicht sterben. Das ist gut zu wissen. Checkpoint. Das ist ein sehr lineares, relativ in Anführungszeichen kurzes Level. Das fühlt sich nicht sehr, weiß ich nicht, einzigartig an. Wie kommt man zu dieser wunderbaren Starcoin? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum? Es gibt nichts, was ich mehr hasse als den Mini-Pilz. Yay, wir haben die Starcoin. Nein, ich bin an dem Pilz vorbeigesprungen. Ich krieg ein One-Up. Ich muss hier groß sein. Dankeschön. Dankeschön. Ob man sich vielleicht auch eine andere Lösung hätte überlegen können? Bestimmt. Hat das Newer Team das gemacht? Nö. Hier ist aber direkt das Ziel. Let's go. Ab ins nächste Level. Oh yeah. Oh yeah.
Mario Land Mucke, die hype mich natürlich hier direkt auf in 2-2. Ohne Eisblume, okay. Ey, die Musik, die ballert so krass, ich liebe die. Yoshi! Aber es ist nicht der schwarze MLG Yoshi. Schade. Aber da unten ist eine random Starcoin. Hier haben wir eingesammelt. Das macht so Spaß. Ich finde das so toll, toll. In dein Gesicht kriegst du den Panzer von deinem Kollegen. Ha, 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 ha. Ja, die Musik, die hypt mich natürlich des Todes direkt auf. Yoshi, wir müssen den noch holen. Da ist die Starcoin. Und was befindet sich hier drin? Nichts, okay. Steppen wir direkt hier weiter und das Schild, das ist sass. Aber das macht gar nichts, okay. Checkity, checkity, Checkpoint. Okay, eine Pyramide voll mit Pokés. Kann man mal essen. Zum Frühstück, ihr wisst Bescheid. Nein? Boah, ich dachte, hier wäre jetzt so eine Ranke drin. Das wäre krass gewesen. Seht ihr da unten die Starcoin? Ja, ja, ja. Ich weiß auch, wie man da hinkommt. Hoffe ich. Genau so. Und natürlich auch wieder zurück hier. Ja, hier ist auch schon das Ziel. Das war das kürzeste Level mit der besten Musik. Machen wir direkt weiter. Mal schauen, was uns hier in Welt 2-3 erwartet. Eine Höhle mit Manchan. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ja, da ist sie. Die Starcoin vor dem Anfang. Ich hab's gecallt, meine lieben Damen und Herren. Dafür jetzt ein Like da lassen. Vielen Dank. Let's go. Es freut mich einfach so unfassbar, dass ich einmal in meinem Leben recht hatte. Die Hater haben gesagt, nee, das ist eine Lüge. Aber ich komme um die Ecke. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Bestes Level bisher. Bestes Level bisher. Alles klar. Schlechtes Level bisher. Schlechtestes Level bisher. Da oben ist sass. Das hier oben sieht doch ganz sass aus. Nun One-Up? Okay, bin ich aber auch mit zufrieden. Und mit der Feuerblume eigentlich auch. Und hier unten habe ich auch schon direkt die wunderbare Starcoin. Oh mein Gott, gesehen. Wir gucken mal trotzdem überall rein. Wer weiß, ob da nicht doch noch was ist. Und Checkpoint. Alles klar. Alle down. Was für ein Stern? Das da unten sieht sass aus mit der Coin. Oh, ich muss hier mit dem Stern lang. Verlängern, verlängern. Wichtig. Boah, ich glaube, ich hätte das sonst nicht geschafft. So, ihn machen wir noch down. Da unten sind wieder Coins. Da gehen wir gleich hin. Nee, tatsächlich nur Coins. Okay. Und das Ziel in diesem doch so perfekten Level. Guys, es ist es nicht wunderschön. Kommen wir direkt zum nächsten Level. Eine große Pyramide thront vor dem Level von 2-4. Mal schauen, was uns hier erwartet. Oh, jetzt geht hier mal so ein Zoom. Jetzt habe ich immer die Hoffnung, hier ist noch eine Starcoin. So, mit Propeller hält das Ganze. Das klingt entspannt. Aber mal schauen. Oh, wieder so ein Kollege. Ja, easy. Gar kein Problem. Ein wunderbares One-Up. Wir müssen diesen Typen von da rechts hier hinlocken, damit er uns hier aufmacht. So, Kollege, mitkommen. Da unten, da gibt's Gratis-Pizza. Nur für dich. Kein Scherz. Oh, er kommt wieder. Da kann man doch runter, oder? Ah, nee, nur für Coins. Okay. Oh, ich weiß ja nicht. Brauche ich das Trampolin noch? Brauche ich es nicht? Man weiß es nicht. Also hier ist auf jeden Fall mal der Checkpoint. Aber hier sind so pfeilmäßig. Das sackt nach hier oben, aber da ist gar nichts. Okay. Oh, aber wieder ein Propeller-Head. Schöne Sache. Oh, ja, das war so stupid. Was auch immer das war eigentlich hier. Oh, war gar nicht gut. Oh, da ist die Starcoin. Ah, hier nach unten. Let's go. Skip. Skip. Skip, skip, skip. Gar nichts. Gar nichts gibt's hier. Weg mit euch. Weg. Ich will da nicht hin. Let's go, Starcoin. Spring, Mario. Raus aus dem Sand. Oh, bitte ein krasses Item. Nur ein Shroom. Nur ein Shroom. Was sind das für schöne Jumps hier schon wieder? Alles klar. Darf ich das? Boah, sick. An der Stelle, Guys, kann man mir doch auch mal ein Abo gönnen. Vor allem, wenn ihr nichts mehr davon verpassen wollt, wäre das sowieso wichtig. Wisst Bescheid. Suchen wir uns doch mal hier ran, ein paar One-Ups zu holen. Ist das so einfach? Ich denke nicht. One-Up-Blast. Okay, ich hab's verstanden. Wir gehen hier rein. Und dann schießen wir uns mit der Kanone in diese Dinger rein. Und dann kriegen wir One-Ups. Nur gut, dass ich ja keine gute Bewegungssteuerung habe. Bewegungssteuerung gar nicht so schlimm. Ich hoffe, wir brauchen sie nicht in 2-5. Mal schauen. Goldene Kettenhunde. Wie cool. Das sieht richtig schön aus, Guys. Eure Meinung? Gerne in die Kommentare, wie immer. Oh, wir können auch in die Reihen. Das ist cool. Da gibt es auch eine leckere Starcoin.
die man mal mitnehmen kann. Oh, und natürlich auch Kettenhunde, die echt sind. Die finde ich dann natürlich nicht so schön. Oh, sass, nun One-Up. Und noch ein One-Up. Dann gehen wir hier oben weiter. Aber auch hier scheint es nichts zu geben, außer einen wunderbaren Checkpoint. Über die freue ich mich natürlich immer. Oh, ein Trampolin? Das ist für irgendwas wichtig. Das nehmen wir direkt mit. Ja, hier ist es wichtig. Für dieses Starcoin, da ist sogar ein Pow-Block. Jetzt wird's noch sass hier. An den komme ich aber nicht dran. Okay, eine riesen... Entschuldigung, zwei Riesenkugeln. Alles klar. Da sind welche so im Sand einge... Oh, alles klar. Ja, das macht Spaß. Da geht's rein. Ich hoffe nicht, dass oben das Secret war und wir hier unten jetzt Story weitergehen. Keine Lust, das Level nochmal zu spielen. Das ist nämlich schwer. Vor allen Dingen, wenn man sich so richtig smart und schlau anstellt wie... Ich muss den Chain Shop mitnehmen. So, ist er? Was? Der ist mittendrin despawned. Wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Machen wir erstmal weiter. Oh, hier ist auch schon das Ziel. Legit, keine Ahnung, wie wir an den Chain Shop kommen sollen. Aber das ist auch nicht so wichtig, denn wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Und natürlich, wenn euch es gefallen hat, lasst ein Like da. Das würde mich immer freuen. Abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem weiteren spannenden Sommervideo. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.